Die Hochkönigstraße im Salzburger Land. Im Sommer 1994 schießt hier ein unheimlicher Mann auf schlafende Menschen. Wird der schon bald als schießwütiges Phantom bekannte Täter vom Hass auf Touristen angetrieben? Die ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst spielt bei der Klärung des Verbrechens eine wichtige Rolle. Gerade deshalb bezeichnet Kriminalitätsexperte Ralf Döbele den Fall als ein Beispiel dafür, wie effektiv die Sendung bei der Verbrechensbekämpfung sein kann. Und das sogar schon im Vorfeld der Ausstrahlung. Es ist vollkommen erstaunlich, aber die Erfahrung zeigt, dass manchmal schon die Vorschau auf XY in einer Programmzeitschrift ausreicht, um wieder Bewegung in einen Fall zu bringen, der eigentlich ausermittelt war. Mühlbach am Hochkönig. Ein Touristenort, 70 Kilometer von Salzburg entfernt. Ab dem Herbst 1992 schießt hier ein Unbekannter über viele Monate mit scharfer Munition zunächst auf Schilder und Gegenstände. Diese Anschläge wurden von den Behörden zumeist als grober Unfug eingestuft. Sie wurden zum großen Teil auch nicht zur Anzeige gebracht. Vermutlich dachte niemand daran, dass der gleiche Täter später auch auf Menschen schießen könnte. Am 1. August 1994 legt eine Frau in der Nähe von Mühlbach gemeinsam mit ihrer Tochter auf einer Wiese eine Pause ein. Plötzlich werden die beiden gestört. Zwei Frauen picknickten auf der Wiese, wurden dann aber recht barsch zurechtgewiesen von einem Mann, der sie darauf hinwies, dass das Privateigentum sei und dass sie bitte die Wiese verlassen sollten. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass der sehr grimmig und ordnungsliebend auftretende Mann irgendetwas mit dem späteren Geschehen zu tun hatte. Am selben Tag kampiert nur wenige hundert Meter entfernt ein französisches Ehepaar mit seinem kleinen Sohn. Auch diese Familie macht unliebsame Bekanntschaft mit dem Mann. Hallo, da wird kein Feier gemacht, verstanden? Nein, nein, mein Sohn spielt noch ein bisschen. Das will ja hoffen. Anschließend verschwindet der Mann wortlos im Wald. Gegen 22 Uhr legt sich die französische Familie in ihrem Land Rover zum Schlafen. Kurz darauf parkt in unmittelbarer Nähe der Franzosen ein Kleinbus mit zwei deutschen Bergsteigern. Sie wollen ebenfalls hier übernachten. Gegen 2.30 Uhr wird das französische Ehepaar dann von Schüssen geweckt. Ein Schuss bringt eine Fensterscheibe des Land Rovers zum Platzen. Eine weitere Kugel bleibt in der Matratze stecken, auf der das Ehepaar zusammen mit dem Sohn geschlafen hatte. Der Vater hastete auf den Fahrersitz, versuchte den Land Rover zu starten, was zunächst nicht gelang. Derweil wurde das Fahrzeug weiter beschossen. Schließlich konnte er den Motor starten und mit dem Land Rover das Weite suchen. Dennoch schoss der oder schossen die Täter weiter auf das Fahrzeug. Jetzt wird klar, dass der Angriff nicht ausschließlich der französischen Familie gilt. Bei der Flucht passierte der Land Rover den Wagen der beiden deutschen Bergsteiger. Der oder die Täter begannen dann auch auf dieses Auto zu schießen. Und einer der Bergsteiger wurde schwer verletzt. Er wurde von einer Kugel getroffen. Sein Begleiter konnte ihn wegbringen und ihm so das Leben retten. Bei den Salzburger Ermittlern rätselt man über die möglichen Hintergründe des Vorfalls. Das Motiv für diese Irrsinnstat war vollkommen offen. In der Presse wurde darüber spekuliert, ob vielleicht irgendjemand Urlauber von der Region abschrecken wollte als eine Art terroristischer Akt. Feststand, das Landesgendarmeriekommando Salzburg ging eher von einer anderen Möglichkeit aus, nämlich, dass hier ein psychopathischer Täter am Werk war, der aus reiner Lust am Schießen und möglicherweise am Töten zugeschlagen hatte. So oder so herrscht im Sommer 1994 Unruhe in der Touristenregion. Mitten in der Hauptsaison fürchten Hotelbetreiber und die Vermieter von Ferienwohnungen um ihre Gäste. Die Salzburger Polizei prüft jetzt, ob der unheimliche Schütze möglicherweise bereits vor dem Angriff auf die Touristen einmal in Erscheinung getreten ist. Der oder die Täter hatten ein gesamtes Magazin verfeuert. 12 Schuss Munition wurden gefunden, alle vom Kaliber 9 mm. Also das gleiche Kaliber, was bereits auch in den Jahren zuvor bei den Schüssen auf die Verkehrsschilder und auf die Mülltonnen benutzt worden war. Ansonsten war die Spurenlage sehr mau. Es gab keinerlei Zeugen oder keine weiteren Zeugen für den Anschlag. Die Ermittlungen gerieten dementsprechend bald ins Stocken. Die Polizei wendet sich an die ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Der Fall des unheimlichen Schützen soll in einem Beitrag vorgestellt werden.
Ich habe hier eine Fernsehzeitschrift vom 28. Oktober 1994, darin auch die Vorschau auf Aktenzeichen XY ungelöst. Und in der Beschreibung von der Sendung hieß es, dass ein Schütze gesucht wurde, der in der Hochkönigregion auf Urlauber geschossen hatte. Die Polizei in Salzburg hätte sich wahrscheinlich kaum träumen lassen, dass bereits diese Anzeige ausreicht, um wieder Bewegung in diesen hoffnungslosen Fall zu bringen. Meine Damen und Herren, man lernt nicht aus. 27 Jahre machen wir jetzt XY und nach 27 Jahren gibt es immer noch Neuigkeiten in Bezug auf die Wirkung unserer Sendung. Allgemein in der XY-Sendung vom 28. Oktober 1994 berichtet Moderator Eduard Zimmermann, wie die Polizei dem Täter auf die Spur gekommen ist. Die Quote von mehr als 40% dürfte. Unsere Dreharbeiten sind aber wohl nicht unbemerkt geblieben. Auch der geheimnisvolle Täter muss davon erfahren haben. Und was hat er gemacht? In seinem Freundeskreis damit geprahlt. Am Freitag bin ich in XY. Er hatte Pech. Auch die Gendarmerie erfuhr von seinen Erzählungen. Bei einer Überprüfung fand sie Beweismittel für seine Täterschaft. Seit gestern sitzt der Mann nun mit einem weiteren Verdächtigen in Untersuchungshaft. Der Polizei ist damit ein großer Ermittlungserfolg gelungen. Die Spur führte dann zu einem 24 Jahre alten Mann, Metin K., der aus der Türkei stammte und als Gastarbeiter in Österreich war. Er arbeitete in einem Lokal als Hausmeister. Bei seiner Festnahme beschuldigte er dann auch den 20 Jahre alten Kellner Roland H., der im gleichen Lokal arbeitete, als Mittäter. Die Gendarmerie fand dann heraus, dass sie die ganze Zeit recht gehabt hatte, dass es kein wirkliches Motiv für die Schießerei gegeben hatte, außer der puren Lust am Schießen und auch zum ersten Mal auf lebende Ziele zu schießen. Trotz der Festnahmen wird der Fall in der Aktenzeichen XY Ungelöst-Sendung vorgestellt. Schließlich gibt es noch einige offene Fragen. Nach der Sendung gehen weitere Hinweise von Zeugen ein, die die Beweiskette schließen können. Die beiden Tatverdächtigen berichten nun der Salzburger Polizei, wie der Tatabend abgelaufen sein soll. Metin K. hatte eigentlich einen Raubüberfall geplant, verwarf diesen Plan dann wieder. Mehr oder weniger durch Zufall kamen die beiden Männer dann hierher, zu dem Weg zur Stegmusalm und zu der Lichtung. Dort sahen sie die beiden Fahrzeuge mit den Urlaubern, die hier übernachteten. Und Metin K. beschloss dann zum ersten Mal überhaupt auf lebende Ziele zu schießen. Er wurde dabei von Roland H. recht tatkräftig unterstützt. Der hielt die Taschenlampe und zückte sein Samurai-Schwert, während Metin K. die Fahrzeuge der Urlauber anvisierte und immer wieder abdrückte. Fest steht damit auch, die Urlauber sind reine Zufallsopfer der beiden Männer geworden und der ordnungsliebende Mann, der in Mühlbach gesehen worden war und auch hier an der Lichtung, hatte wohl mit dem Verbrechen nichts zu tun. Im Sommer 1995 beginnt vor dem Landgericht Salzburg der Prozess gegen die beiden Männer. Roland H., der zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt gewesen war, wurde nach Jugendstrafrecht zu 6 Jahren Haft verurteilt. Metin K. wurde als Haupttäter angesehen. Er musste 12 Jahre ins Gefängnis. 2 Männer steckten hinter dem schießwütigen Phantom. Ihre eigene Prahlerei führte dazu, dass sie noch vor der Ausstrahlung bei XY überführt wurden.